Heute möchte ich dir einmal zeigen, wie ein persönliches Reading bei mir entsteht. Und da trinke ich zu Beginn ganz gerne eine Tasse Kakao, um mich noch mehr zu öffnen für die Botschaften, die da durchkommen wollen. Und dann geht es ans Kartenaussuchen. Das mache ich ganz intuitiv. Stelle mich vor meine Kartensammlung, gucke, wo es meinen Blick hinzieht. Und die Karten nehme ich dann mit rüber zu meinem Arbeitsplatz an meinen Schreibtisch. Und dort wird als erstes ein bisschen Deko aufgebaut, damit das Video auch hübsch zum Anschauen ist. Und hier Kerzen angezündet, Steine dekoriert. Und dann wird die Technik vorbereitet, denn ich nehme dein Reading als Videobotschaft auf, so wie du es auch von YouTube vielleicht kennst. Dann ein Räucherstäbchen anzünden, eine schöne Atmosphäre schaffen und dann die Verbindung mit dem großen Geist, mit dem göttlichen Bewusstsein. Und ich bitte darum, dass dieses Reading so wertvoll und hilfreich für dich ist und die besten Botschaften für dich durchkommen mögen. Und dann deute ich also für dich die Karten und nehme dein Video auf. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch eine Kartenlegung von mir zu bekommen, dann freue ich mich so sehr, wenn du dich bei mir meldest, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Und dann würde ich so gerne für dich in die Karten gucken und bin schon ganz gespannt, was sich da für dich zeigen wird.